Ah, Grin, na sowas. Ich danke euch allen. Und es tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass meine beauftragte Untersuchung einen Kampf diesen Ausmaßes hervorrufen würde. Es tut mir so leid. Das klingt aber ganz anders als noch am Anfang, oder? Eine Entschuldigung bringt nichts. Gwyn schaut weg. Weißt du, wie viele Männer wir verloren haben? Genug, Merrick. Die königliche Armee hat auch schwere Verluste zu melden. Aber zuerst müssten wir uns um diese Knolle kümmern. Sie waren schon immer aggressiv, aber jetzt, da wir sie verärgert haben, sollten wir mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, Herr. Hauptmann, Gallagher, berichte. Die Gnolle versammeln sich. Ein Riesengnoll mit rotem Fell führt sie an. Führt sie an? Okay. Gwyn, hatten die Gnolle, die euch angegriffen hatten, rotes Fell? Nein. Es ist der Häuptling der Gnolle. Unmöglich. Kirsty sagt, dass der Häuptling der Gnolle schwarzes Fell hat. Wie dem auch sei, sie dürfen Colin nicht erreichen. Wir müssen sie vorher abfangen. Merrick! Ja? Versammle die Klingen. Sorg dafür, dass alle Kriegsschiffe beladen und abfahrbereit sind. Ja, Herr. Rudra, du hast bestimmt schon verstanden. Gruppiere dich mit jemandem zusammen und mach dich auf den Weg in die gefährlichen Ruinen. Bevor du gehst, nimm dies. Oh, danke sehr. Ein Helm, ein ordentlicher Helm. Dieser Helm ist für Veteranen. Und vergiss nicht deine Zweitwaffe. Ja, wir haben ja die Speere. Das passt schon. So, hier Entscheidungsschlacht. Durchlesen, ne, wer will. Gewichtspunkte, bla bla. Wunderbar. Und damit zu. Das ist der Boss. Sieht knuffig aus. Erinnert mich an Kuprok Trollfaust. Der sagt jetzt niemandem was, ganz sicher nicht. Denn der ist aus einem Rollenspiel, wo wir schreiben, Geschichten schreiben und da haben wir Orks geschrieben und Kuprok Trollfaust war der Oberork, der alle unter sich versammelt hat, um die Stammesorks einer Insel zu vereinen gegen andere Orks, sozusagen. Egal, lasst euch nicht von meinem Gequatsche hier irgendwie kirre machen. Ich wollte den Helm ausrüsten. Genau! Und den setzen wir gleich mal hier hoch mit, wobei wir können einfach eigentlich ordnen. Was ich auch mal machen wollte, fällt mir gerade ein. Ich wollte dieses Geschenk öffnen endlich mal. Aufstiegsgeschenk, Level 2 oder höher. Möchtest du dieses Item nutzen? Natürlich! Jetzt ist ein Aufstiegsgeschenk Level 5 und höher und wir haben Goldmünzen und HP-Tränke und Speere gefunden. Ja, dann können wir nochmal öffnen, nicht? Ja, bitte. Was haben wir da? Nochmal Gold. Und HP-Tränke. Und Speere. Mal was ganz Neues. Nochmal? Ja, Level 7 und höher. Das können wir noch. Ah, Level 10 und höher geht auch noch dann. Okay. Nochmal Gold. Und Phönixfedern. Mal was Neues. Und kleine Bomben. Schön. Haben wir jetzt also die Wahl bei den Zweitwaffen und unser Inventar füllt sich und füllt sich immer mehr, nicht? So, Level-Aufstiegsgestenk. Level 10. Können wir auch mal machen. Goldmünzen. Energietränke. Und der Heldengürtel Level 10 plus. Ja, das ist doch, den schauen wir uns mal an. Stärke plus 4, Intelligenz plus 4, Willenskraft plus 6 für Level 10 und höher. Das sieht gut aus, den legen wir an. Und jetzt ordnen wir aber nochmal. Ordnen? Bleibt der hier unten? Ah, nein. Okay, hat's den jetzt schon? Ist der denn angelegt? Der sieht mir nicht so aus, als ob er angelegt wäre. Kann man den denn anlegen? Ach so. Daran könnte es liegen. So, jetzt ist er ausgerüstet. 1A. So, dieser Helm ist weiter ran. Vergiss nicht, er jetzt weiter. Nimm Kettenhaken oder Haken. Schon wieder Kettenhaken. Er hat Siegfried getötet, dieser Kettenhaken. Aha. Er wurde von Kriemhild beauftragt, Siegfried zu töten, oder wie war das? Nein. Egal. Nimm Kettenhaken oder Speere mit. Du kannst nur eine Zweitwaffe mit dir nehmen. Ich weiß, dass du dich mit Speeren auskennst. Aber ein Kettenhaken... Haken... Scheiße. Ein Kettenhaken
kann deine Feinde zurückhalten, wenn du gut zielst. Halte beim Gasthaus an, bevor du gehst. Vergewissere dich, dass du nichts vergisst. Als Aiden fertig ist mit Sprechen, ruft er einen letzten Befehl den blutroten Klingen zu. Alle Mann, vorbereiten zum Abmarsch! Yeah! 1A, und dann gucken wir mal, was die hier noch so für uns haben. Also findet diese massive Schlacht, die wir verhindern wollten, doch statt. Das wird nicht einfach. Bereite dich gut vor. Gallagher noch. Was gibt's von dem? Hey! Bist du mir nicht den Saphirring gebracht hast, sag ich gar nichts. Story, lass uns fischen. Hey Anfänger! Warst du schon mal fischen? Fischen ist, wenn du einen Fisch aus dem Wasser fängst. Du musst erst den Skill lernen, bevor du etwas fangen kannst. Ja, muss man heutzutage ja auch, indem man einen Angelschein macht, ne? Das ist auch Skill lernen quasi. Gut. Hiermit kannst du den Skill lernen. Vergiss nicht, es zu lesen. Du wirst es letzten Endes selbst sehen, aber Fischen macht eine Menge Spaß. Das Ding ist nur, nicht jeder kann fischen. Nur jene mit einem Fischticket können zum Ignachtfluss und das kannst du von meiner Wenigkeit kaufen. Was, jetzt ist er auf einmal zur Preußenschnauze mutiert, oder wie? Ich mag dieses Berliner Preußenschnauzen-Ding eigentlich, muss ich sagen. Ich finde die ganz lustig, die meisten mögen es nicht, aber ich finde die irgendwie lustig. Gut, dann ist das jetzt also ein Preuße. Es ist gefährlich, die Stadt zu verlassen, deswegen müssen wir kontrollieren, wer zum Fluss geht, nicht? Wenn du also fischen willst, musst du erst ein Fischticket von mir kaufen. Willst du es mal ausprobieren? Wenn ja, dann bringen wir den ersten Fisch, den du fängst. Supi. Können wir annehmen, warum nicht? Wir nehmen alles an. Haha, gut. Du musst zum Ignachtfluss, um den Fisch zu fangen. Nicht? Da dies dein erstes Mal ist, gebe ich dir einige Fischtickets umsonst. Aber nächstes Mal musst du zahlen wie jeder andere, nicht? Du kannst deine Harpune kaufen, wenn die du auf dem Schiff brauchen wirst. Übrigens will ich keine kranken Fische. Bring mir nur die frischen, klar? Ich will nur frische Fische. Viel Glück da draußen. Ich kann das nicht, sorry. Aber ich gebe dir jetzt irgendeine Synchronstimme hier. Ist mir jetzt egal. Ja, das kennen wir schon. Du hast doch noch was für uns. Verbesserung deiner Skills. Das klingt gut. Du siehst so langsam aus wie eine echte Klinge. Ach so, nein. Du siehst so langsam aus wie eine echte Klinge. So soll das. Ja, man kann es auch anders betonen, ne? Da hat es eine ganz andere Bedeutung. Ich denke, du bist bereit, einen neuen Skill zu beherrschen. Sarah kann dir einen vorschlagen. Alter, warum muss ich dann erst zu dir gehen? Aber die hat doch gar nichts für uns. Ups, hier, Sarah. Ah, hallo? Naja, Skilltraining, gut. Jetzt reichen unsere Punkte, um die Meisterschaft des Kampfes komplett zu lernen. Ausgezeichnet, Stufe D. Und damit machen wir unsere Angriffe jetzt mehr Schaden als vorher. So, und ich würde sagen, jetzt habe ich lang genug schon wieder palavert hier. Meine Stimme ist echt schon total am Kratzen, weil ich hier die ganze Zeit diese Stimmen nachmache. Und gerade solche Leute wie Aiden oder Gallagher, die machen mich fertig, weil die nur... Es ist ein Gekratze in einer Tour. So, und jetzt gehe ich nochmal kurz ins Gasthaus. Oh nein, tief. Oh nein, ich muss tief sprechen. Oh, du bist hier, Rotra LP. Scheiße. Du musst mir bitte einen Gefallen tun. Tief scheint eine positive Aura zu verströmen. Ich habe einen Brief von Keegan bekommen. Oh, Keegan ist dein Kindheitsfreund. Merrick, Claudek, Keegan und ich. Wir sind zusammen aufgewachsen. Tief sieht zum Brief zurück. Er verbringt seine Zeit in Rochester auf der Fort Bellow Prairie. Oh, ich hätte es beinahe vergessen. Keegan hat auch Merrick und Claudek Briefe geschickt. Bitte liefere sie für mich aus. Ich weiß, dass sie genauso aufgeregt sein werden, von Keegan zu hören, wie ich. Gut. Dann wollen wir mal hier verschwinden, damit die Musik wieder ausgeht. Die ist wahnsinnig laut auf meinem Ohr. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt im Video dann sein wird.
Ja, da wird sich der Merrick bestimmt freuen, wenn sein alter Kindheitsfreund, der bei der so verhassten Armee gelandet ist, im Gegensatz zu ihm, ihm einen Brief schreibt, nicht wahr? Gut, an dieser Stelle, meine Freunde, möchte ich diese Aufnahme beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe zwischendurch schon ein kleines, so eine kleine Bewertung abgegeben, irgendwann mal, als ich in den Ruinen gesteckt habe. Was ich so denke, nein, er hört auf zu spielen. Ja, ich werde ja wiederkommen. Ich habe ja zwischendurch schon so ein kleines Feedback gegeben. Also das Spiel gefällt mir wirklich gut. Die Freiheitsgrade sind natürlich so geringfügig eingeschränkt. Aber ich denke, man sollte sich drauf einlassen. Und wenn man so, gerade wenn man jetzt nicht so auf übelste Erkundung von Welten aus ist, was ja hier jetzt nicht so mit dabei ist, sondern vielleicht mehr eine nette Story haben will und einfach mal, auch wenn man nur so ein bisschen Action-Geprügel haben will, dann ist das Spiel eigentlich genau das Richtige. Also wer so für den Feierabend sich mal fröhlich durchkloppen will, um ein bisschen Entspannung zu haben, da passt das Spiel eigentlich perfekt. So, und ja, mehr gibt's jetzt eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Was willst du denn hier von mir? Zano, geh weg. Und dieser Hund macht mich auch fertig. Der ist schon die ganze Zeit hier an mir dran. Macht mich echt alle. So, setzen wir uns mal. Wir haben jetzt lange genug gestanden, ne? Und präsentieren unseren Astralkörper mit einem eleganten Lächeln, mit einem charmanten Lächeln der Welt. Oder auch nur dieser Scheunentür. Und damit möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession. Euer Rudra, hat mir mal wieder Spaß gemacht. Bis bald.